Elisabeth Brandau, herzlichen Glückwunsch erstmal, deutsche Marathonmeisterin in diesem Jahr geworden. Wie fühlst du dich jetzt? Klasse, ich kann es immer noch nicht glauben, weil man geht an den Start, weil Sabine ist da, Sabine Spitz, und man hat einfach Respekt vor den Profis und Adelheid Mora, die an Olympia teilgenommen hat, und man geht halt hin und sagt, man gibt einfach das Beste, und was dabei rauskommt, das weiß man halt nicht, und die Favoriten waren alle andere außer ich, und von dem her, ich bin überglücklich, kann es eigentlich noch nicht glauben. Du bist ja dafür bekannt, dass du eigentlich relativ früh schon alles gibst und vorne wegfährst. Auch heute warst du wieder relativ früh in der Spitzenposition. War das vielleicht deine Taktik? Nee, eigentlich gar nicht. Aber wenn ich halt Radrennen fahre, dann fahre ich halt einfach. Und ich habe schon gedacht, scheiße, jetzt bin ich vielleicht zu schnell gewesen. Also ob das mir hinten raus langt. Aber am Anfang sind die Mädels nicht gefahren. Und dann kamen die Männer ja schon gleich von hinten. Und da habe ich gedacht, gut, jetzt fährst du halt einfach mal mit den Männern mit und guckst, was die anderen machen. Und dann habe ich versucht, mein Tempo durchzufahren und habe aber auch geguckt, dass ich nicht immer zu schnell fahre. Und bin selber überrascht, dass ich es durchgehalten habe. War das vielleicht ein Vorteil, dass die Männer von hinten kamen, dass du dort Anschluss gefunden hast? Ich denke auf jeden Fall, weil dadurch hat es die Gruppe auch ein bisschen zerrupft. Es gab ja auch ein paar Anstöße dagegen, aber wenn man ein Rennen startet und die Männer mischen sich rein, dann ist es überall so, dass die Frauen sich meistens die Männer verteilen, und die anderen haben sich ja auch bei den Männern dann reingehängt. Es ist halt einfach, ich habe halt gewusst, wenn jetzt die Ersten kommen, das sind die Schnellen, und wenn du dann nachher keinen Anschluss hast mit den schnelleren Männern, dann hast du eigentlich schon auch fast verloren. Weil dann kämpfst du nicht ganz allein durch, und am Schluss bin ich auch allein unterwegs gewesen die letzte Runde, und es ist schon ganz schön hart. Also. Du sprichst es an, die Strecke war sehr hart, viele kleine Rampen drin. Wie ist es dir während des Rennens ergangen? Hattest du irgendwann einen Punkt, wo du gesagt hast, oh, jetzt ist es richtig schwer? Ja, die letzten paar Kilometer, da bin ich sogar einmal abgestiegen und habe geschoben hoch, weil es nicht mehr ging. Also da war ich richtig kaputt. Aber so vom, die hat viele Kurven drin gewesen und war recht vom Antreten her. Es war, du musst einen Rhythmus finden, und das ist halt durch manche Stellen immer wieder auseinander, also bist wieder rausgekommen, und es war halt auch ein bisschen schwer. Es ist ein sehr schnelles Rennen gewesen, ohne viel Technik. Ich habe deshalb Starkarme vorne drin gehabt, also ohne Federung, was mich auch ein bisschen am Schluss merkt, ist am Oberkörper dann auch, sage ich mal. Aber es war gut, weil die war leichter, und durch die steilen Anstiege hat man auch wieder Kraft sparen können. Es ist dein erstes Mountainbike-Jahr. Vorher warst du ja auf der Straße schon unterwegs. Wie schätzt du diesen Meistertitel jetzt ein? Naja, ein Meistertitel ist eigentlich das Höchste, was du jetzt in Deutschland erreichen kannst. Und ich weiß jetzt noch nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht. Ich mache meine Meisterschule noch und arbeite voll. Und ich möchte halt erstmal die Schule beenden und dann, dass ich auf jeden Fall beruflich abgesichert bin. Und dann mal sehen, ob ich nicht im Geschäft ein bisschen zurücksteige und sage, ich schlafe vielleicht nur 30 Stunden und fahre ein bisschen mehr Rad, je nachdem. Also ja, ich habe nicht gedacht, dass ich das schaffe im ersten Jahr, überhaupt nicht. Ich habe nicht mal letztes Jahr dran gedacht, dass ich Lizenz nehme. Das war so eine Spaßaktion eigentlich, gerade ein Jahr her. Du sprichst es an, jetzt Spaß steht heute wahrscheinlich noch auf dem Programm. Ich denke, ihr werdet den Titel gebührend feiern. Ja, ich denke auch, das Team, dadurch, dass wir zwei deutsche Meistertitel haben, und dann bei der kleinen Runde haben wir noch einen zweiten Platz belegt, also von dem her waren wir ganz gut unterwegs, und das können wir auf jeden Fall jetzt so langsam mal feiern. Das Jahr geht auch zu Ende, wir sind alle relativ kaputt, und wenn wir jedes Wochenende unterwegs sind, immer zu 5 bis 6 Leute im Wohnmobil und alles, ist es einfach eine kleine Familie geworden auch. Also. Dann sage ich Dankeschön, nochmal Gratulation und viel Spaß beim Feiern heute. Danke euch auch.